So, meine liebe HR-Community, ich freue mich, Sie heute wieder zu unserem Future of Work Experten-Talk begrüßen zu können. Mein Name ist Benedikt Weiß, ich bin Projektleiter der Future of Work-Formate und werde heute wieder das Sprachrohr für Sie sein. Und wir haben heute wieder einen ganz speziellen Experten. Man sieht mich jetzt gerade nicht mehr. Jetzt sieht man mich wieder. So, jetzt sieht man mich wieder. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Sie können interaktiv heute an dem Webinar teilhaben und können uns Ihre brennendste Frage an unseren Rechtsanwalt Dr. Martin Huger stellen. Wir werden diese dann gesammelt am Ende des Webinars in einer QA-Session mit Ihnen behandeln. Weiters wird es Umfragen geben. Dafür möchte ich Sie nur bitten, den Vollbildmodus zu verlassen, um wirklich abstimmen zu können. Natürlich bekommen Sie eine Aufzeichnung des Webinars, da können Sie sich das Ganze nochmal anschauen. Ebenso gibt es die PowerPoint-Folien im Nachgang zum Download zur Verfügung. Alle vergangenen Future of Work Experten-Talks gibt es natürlich auf unserer Homepage. Schauen Sie sich das mal an. Wir hatten schon einige Themen jetzt seit Corona online zur Verfügung. Auf jeden Fall sehr wertvolle Beiträge für die HR-Community. So, dann würde ich sagen, wir starten ins heutige Thema. Das letzte Mal, wo Martin bei uns zu Gast war, das war im Mai, da waren gerade 1,8 Millionen Menschen in Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Das war gerade die Zeit, wo arbeitsrechtliche Fragen das Thema schlechthin waren. Seitdem hat sich einiges geändert, aber es sind noch immer rund 900.000 von der Arbeitsmarktkrise betroffen. Und das war auch der Grund, warum wir in einem zweiten Teil unseren lieben Martin zu uns eingeladen haben, damit er uns wieder ein paar Infos zu aktuellen Adaptionen und Anpassungen im Thema Arbeitsrecht gibt. Und ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn wir ihn zu uns zuschalten. Und ich hoffe, wir sehen ihn jetzt gleich und hören ihn. Martin, hi, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder ein bisschen was zum Arbeitsrecht vortragen darf. Wie du schon gesagt hast, das letzte Mal war das Thema sehr stark die aktuellen Themen, arbeitsrechtlichen Themen der Krise. Welche Ansprüche haben die Arbeitnehmer? Was gibt es für Möglichkeiten, Förderungsmöglichkeiten, Kurzarbeit und dergleichen? Heute ist der Themenschwerpunkt ein bisschen ein anderer. Es geht eher in die Richtung, welche Maßnahmen kann man ganz allgemein ergreifen im Zusammenhang mit der Krise? Einerseits Einschränkung von Arbeitnehmeransprüchen sozusagen, um Kosten zu reduzieren, Urlaubsabbau, Zeitguthabenabbau. Das sind Themen, die wir heute kurz durchgehen wollen. Und als Worst-Case-Szenario sozusagen auch die Themen Freistellung bzw. Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Und dass wir hier kurz den Rahmen skizzieren, der möglich ist, insbesondere auch im Hinblick auf die Krise. Auch wenn sich im Moment die Situation zu verbessern scheint, wird doch erwartet, dass die wirtschaftlichen Folgen im Herbst und allenfalls auch nächstes Jahr doch noch massiv werden, sein werden durch die Corona-Krise. Und insofern, glaube ich, macht es Sinn, wenn man sich jetzt bereits damit beschäftigt, welche Maßnahmen kann man hier auch aus arbeitsrechtlicher Sicht setzen, auch damit Arbeitsverhältnisse allenfalls erhalten werden können. Durchaus. Ich glaube, das ist im Sinne aller, dass jetzt so viele Arbeitsplätze wie möglich erhalten bleiben. Aber natürlich müssen Unternehmen reagieren auf die derzeitige Krise. Liebe Martin, ich freue mich auf die nächsten 45 Minuten mit dir und ich schalte mich dann wieder zu der QA-Session dazu. Wunderbar. Danke. Arbeitsrecht in der Krise. Da können wir gleich eine Folie weitergeben, bitte. Zunächst eben Möglichkeiten der Einschränkung von Arbeitnehmeransprüchen. Da stellt sich einmal die Grundsatzfrage, ist das möglich? Grundsätzlich ist das denkbar, wenn sich der Arbeitgeber vorbehalten hat, dass eine Leistung entweder überhaupt unverbindlich ist oder einen Widerrufsvorbehalt vorbehalten hat. Ja.
Da muss man einerseits unterscheiden. Unverbindlichkeitsvorbehalt verhindert, dass überhaupt ein Anspruch entsteht. Das heißt, der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch. Das heißt, es wird eine Leistung, eine Zahlung zum Beispiel einmal gewährt, aber mit einem entsprechenden Vorbehalt. Und der Arbeitnehmer hat dann in der Folge keinen Anspruch, dass er diese Leistung oder eine ähnliche Leistung noch einmal bekommt. Hier gibt es dann eigentlich nichts zu tun. Wenn eine Leistung aber gewährt wurde und ein Anspruch besteht, aber ein Widerruf vorbehalten wurde sozusagen, für diese Leistung, dann kann der Arbeitgeber diesen Widerrufsvorbehalt ausüben und dadurch das Entstehen dieses Anspruchs für die Zukunft zu verhindern. Wo ist das zum Beispiel denkbar? So ein Widerrufsvorbehalt wäre denkbar zum Beispiel bei einer Überstundenpauschale als Beispiel, dass eine Überstundenpauschale für Überstunden vereinbart wurde und gleichzeitig vereinbart wurde, dass diese widerrufen werden kann. Und wenn jetzt gerade in Zeiten der Krise Überstunden nicht geleistet werden, ist es denkbar, dass hier der Arbeitgeber dann diese Leistung widerruft. Das ist nur zulässig nach billigem Ermessen. Das heißt, es ist ja auch immer eine Interessensabwägung durchzuführen, wenn aber natürlich tatsächlich keine Überstunden mehr anfallen aufgrund der Krise, wird zum Beispiel bei einer Überstundenpauschale so ein Widerruf wohl zulässig sein. Das heißt aber umgekehrt auch, wenn man jetzt allenfalls Leistungen gewährt oder Zusagen tätigt, ist es auch wichtig, dass man auch hier wieder darauf achtet, dass man einen entsprechenden Unverbindlichkeitsvorbehalt oder Widerrufsvorbehalt aufnimmt. Wenn wir weitergehen, bitte. Ansonsten stellt sich eins zurück, bitte. Ansonsten stellt sich die Frage, wie man in Ansprüche eingreifen kann. Da ist immer die Frage, was ist überhaupt die Rechtsgrundlage für diesen Anspruch? Ja? Also wenn der Anspruch aus dem Einzelvertrag, aus dem einzelnen Arbeitsvertrag resultiert, muss man hier grundsätzlich natürlich das Einvernehmen mit dem betroffenen Arbeitnehmer suchen. Das heißt, wenn das sehr viele Arbeitnehmer sind, ist das ein sehr hoher administrativer Aufwand. Dann gibt es sogenannte freie Betriebsvereinbarungen. Das sind Vereinbarungen, die mit dem Betriebsrat abgeschlossen werden, aber über Themen, deren Regelung eigentlich nicht der Betriebsvereinbarung vorbehalten ist. Betriebsvereinbarungen können eigentlich nämlich nur abgeschlossen werden, wenn das Gesetz oder der Kollektivvertrag sagt, dass zu diesem Thema eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden kann. Und solche freien Betriebsvereinbarungen werden aber in der Regel Bestandteil der Einzelarbeitsverträge. Das heißt, auch hier wird man die Zustimmung des Arbeitnehmers zur Änderung benötigen, um hier Änderungen durchführen zu können. Und dann gibt es die echten Betriebsvereinbarungen. Hier ist das Gegenüber nicht der einzelne Arbeitnehmer, sondern der Betriebsrat. Hier muss man sich dann anschauen, welche Betriebsvereinbarung ist es, auf welcher Grundlage ist sie vereinbart, welche Kündigungsmöglichkeit wurde vereinbart. Allenfalls kann der Arbeitgeber dann die Betriebsvereinbarung einseitig kündigen. Jedenfalls möglich sind hier einvernehmliche Änderungen mit dem Betriebsrat. Auch hier sozusagen gibt es durchaus Möglichkeiten einzugreifen. Beispiele wären hier Jubiläumsgelder, Gewinnbeteiligungen, Prämien, wo es Betriebsvereinbarungen geben könnte. Wenn wir weitergehen zur nächsten Folie, bitte. Wenn der Arbeitnehmer einer Änderung nicht zustimmt, hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, eine Änderungskündigung auszusprechen, um diese Änderung zu erzwingen. Grundsätzlich gibt es hier zwei Varianten. Einerseits, dass so eine Änderungskündigung unter der auflösenden Bedingung ausgesprochen wird. Das heißt, der Arbeitgeber spricht die Kündigung bereits aus und erklärt aber, dass die Kündigung zurückgenommen ist, wenn der Arbeitnehmer dem Änderungsangebot zustimmt. Die andere Variante ist eine aufschiebende Bedingung. Das heißt, der Arbeitgeber bietet dem Arbeitnehmer die Änderung des Arbeitsvertrages an und spricht erst für den Fall der Nichtannahme des Angebots die Kündigung aus. Das heißt, hier ist die Kündigung erst ausgesprochen, wenn der Arbeitnehmer das Angebot nicht annimmt. Wichtig ist hier bei dieser Änderungskündigung, dass alle Formalitäten einer Kündigung zu beachten sind. Das heißt zum Beispiel die Information des Betriebsrats, Kündigungsfristen, Kündigungstermine. Auch ein besonderer Kündigungsschutz ist hier zu beachten, wenn Arbeitnehmer besonders kündigungsgeschützt sind, ist grundsätzlich ja die Zustimmung zur Kündigung vorab durch das Gericht
oder den Behindertenausschuss bei begünstigten Behinderten erforderlich. Das heißt, bei besonders geschützten Arbeitnehmern wird so eine Änderungskündigung nur schwer oder sehr schwer erschwert durchsetzbar sein. Ansonsten ist es aber eine Möglichkeit, Arbeitnehmer zu Änderungen hier zu bewegen. Zu beachten ist dabei natürlich auch, dass auch Änderungskündigungen allenfalls angefochten werden können. Das heißt, hier stellt sich dann die Frage auch nach dem Inhalt der Änderung, wenn diese Änderung dem Arbeitnehmer noch zumutbar ist, sozusagen kein massiver Eingriff ist in das Arbeitsverhältnis, dann könnte hier zum Beispiel aber auch eine Sozialwidrigkeit einer Kündigung von vornherein ausgeschlossen sein, wenn diese Änderung zumutbar war. Wichtig bei diesen Änderungsvereinbarungen ist auch, dass man den Versetzungsschutz beachtet. Versetzungsschutz bedeutet, dass einerseits Versetzungen dem Betriebsrat mitzuteilen sind und wenn mit der Versetzung eine Verschlechterung der Entgelt- oder sonstigen Arbeitsbedingungen verbunden ist, ist zusätzlich die Zustimmung des Betriebsrats zu dieser Versetzung erforderlich. Das heißt insbesondere, wenn jetzt hier Änderungen vorgenommen werden, die eine Versetzung darstellen und verschlechtern sind, ist auch zu bedenken, dass hier auch die Zustimmung des Betriebsrats erforderlich ist. Wenn der Betriebsrat nicht zustimmt, kann dessen Zustimmung durch das Gericht ersetzt werden, wenn sachliche Gründe für diese Versetzung vorliegen. Das wird man in Zeiten der Krise und bei notwendigen Versetzungen aufgrund der Krise wohl in aller Regel ganz gut argumentieren können, dass es hier sachliche Gründe gibt. Nach dem ersten Block möchten wir auch gleich eine Umfrage durchführen. Ich möchte noch einmal erinnern daran, bitte verlassen Sie den Vollbildmodus, damit Sie auch an der Umfrage teilnehmen können. Und es ist auch eine Mehrfachauswahl möglich. Ich bitte Sie, da kurz zu wählen und wir schauen uns das dann gemeinsam an. Gut, also das Ergebnis mit keine Maßnahmen gesetzt und das zu 100% ist ja durchaus positiv und erfreulich. Ist zu hoffen, dass es auch so bleibt. Nichtsdestotrotz, vielleicht gehen wir trotzdem weiter und schauen uns auch die anderen Möglichkeiten hier und Themen noch an, die es gibt, um hier arbeitsrechtlich Maßnahmen zu setzen. Der zweite Block wäre sozusagen das Thema Abbau von Urlaub und Zeitguthaben, Reduktion der Arbeitszeit. Welche Möglichkeiten gibt es hier ganz grob? Bitte weiter. Zum Urlaubsverbrauch ist festzuhalten, dass der Urlaub immer und grundsätzlich einvernehmlich zu vereinbaren ist. Das heißt, es ist eine Vereinbarung zu treffen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über Beginn und Ende des Urlaubs. Es gibt gesetzlich einen Ausnahmefall, wo der Arbeitnehmer unter Umständen einseitig Urlaub antreten kann, aber der Arbeitgeber kann grundsätzlich nicht einseitig Urlaub anordnen. Das ist der gesetzliche Regelfall. Im Zuge der Corona-Krise wurde jetzt hier eine Ausnahmeregelung geschaffen, die allerdings befristet ist, wird mit 31. Dezember 2020 wird diese Regelung wieder außer Kraft treten. Und diese Regelung sieht vor, dass wenn Dienstleistungen aufgrund Maßnahmen des Covid-19-Maßnahmengesetzes, die zum Verbot oder zur Einschränkung des Betretens von Betrieben führen, nicht zustande kommen und daher der Arbeitnehmer nicht arbeiten kann, sozusagen, das heißt eigentlich hat er einen Entgeltfortzahlungsanspruch, weil er nicht arbeiten kann, weil der Betrieb eingeschränkt ist, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, auf Verlangen des Arbeitnehmers in dieser Zeit Urlaub und Zeitguthaben zu verbrauchen. Das ist allerdings gedeckelt, einerseits für das laufende Urlaubsjahr mit maximal 2 Wochen und insgesamt mit 8 Wochen Urlaub bzw. Zeitausgleich.
Hier ist auch relativ offen sozusagen, was sind hier jetzt alles Maßnahmen, die darunter fallen. Es gibt hier Meinungen, die sagen, auch natürlich die Empfehlung, dass man sagt, Mitarbeiter sollen aus dem Homeoffice arbeiten, ist so eine Maßnahme, die eine Einschränkung des Betriebes darstellt. Und daher könnte man auch Arbeitnehmer, die im Homeoffice sind, verpflichten, dass sie ihren Urlaub verbrauchen sollen. Im Zweifel wird sich empfehlen, dass man hier die Arbeitnehmer entsprechend zum Urlaubsverbrauch auffordert und dennoch Urlaubsvereinbarungen entsprechend abschließt. Wenn ein Arbeitnehmer das wirklich ablehnt, einen Urlaubsverbrauch, dann kann man sich allenfalls im Einzelfall anschauen, ob man hier dennoch davon ausgehen könnte, dass der Urlaubsverbrauch ist aufgrund der Verpflichtung nach dieser Bestimmung. Es gibt dann noch eine zweite Möglichkeit, die der Gesetzgeber im Zuge der Corona-Krise eingeführt hat, nämlich im Zuge der Kurzarbeit ist es möglich, eine Betriebsvereinbarung abzuschließen, die auch Regelungen für den Verbrauch des Urlaubes und von Zeitausgleich vorsieht. Also da wäre es auch im Zusammenhang mit der Kurzarbeit möglich, dass man hier eine Urlaubsregelung trifft. Ansonsten ist, wie gesagt, Einvernehmen herzustellen. Außer, wenn wir weitergehen zur nächsten Folie, bitte. Unter Umständen kann man hier argumentieren, dass der Arbeitnehmer aus der Treuepflicht zum Urlaubskonsum, zum Urlaubsverbrauch verpflichtet ist. Das heißt, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht entsprechend einsetzen kann und ihn deshalb zum Urlaubskonsum auffordert, in Zeiten einer Krise, einer Pandemie, ist es denkbar, dass der Arbeitnehmer hier verpflichtet wäre, Urlaub zu konsumieren. Weigert sich der Arbeitnehmer noch immer eine Urlaubsvereinbarung abzuschließen, könnte dies rechtsmissbräuchlich sein. Der Arbeitgeber könnte ihn dann vom Dienst freistellen. Und wenn der Arbeitnehmer diesen Urlaubsverbrauch rechtsmissbräuchlich abgelehnt hat, kann dennoch ein Urlaubsverbrauch vorliegen. Ja. Es gibt hier eine Rechtsprechung zur Dienstfreistellung während der Kündigungsfrist. Das ist natürlich nicht der Fall der Pandemie und nicht der Krise. Im Rahmen dieser Rechtsprechung hat das Gericht festgestellt, dass der Arbeitnehmer bei einer längeren Dienstfreistellung Urlaub flüssig verbrauchen kann und dass diese längere Dienstfreistellung ein Angebot zum Urlaubsverbrauch darstellt. Und der Arbeitnehmer darf dieses Angebot eben nicht rechtsmissbräuchlich ablehnen. Das heißt, wenn der Arbeitnehmer dann trotzdem Zeiten konsumiert, für die er sonst Urlaub oder Tätigkeiten ausübt, für die er sonst Urlaub konsumieren müsste, dann würde hier Urlaubsverbrauch vorliegen. Und hier kann man eben allenfalls argumentieren, dass diese Rechtsprechung analog auch für den Fall der Krise anwendbar sein könnte. Ob das so ist, wird aber natürlich erst die Rechtsprechung in einiger Zeit anhand von Fällen aus der Praxis klären. Abgesehen vom Urlaub gibt es natürlich auch die Möglichkeit des Abbaus von Über- und Mehrstunden. Dazu bitte zur nächsten Folie. Einerseits ist es hier natürlich schon mal wichtig, dass man darauf achtet, wenn der Geschäftsanfall nicht so groß ist oder nicht so hoch ist, dass keine Mehr- oder Überstunden geleistet werden, die nicht angeordnet sind und nicht notwendig sind, ja, dass man hier sozusagen darauf achtet, dass die Arbeitnehmer nur ihre Normalarbeitszeit ausüben, aber nicht mehr Arbeit leisten, wenn das nicht erforderlich ist, dass nicht noch mehr Kosten sozusagen auf das Unternehmen zukommen. Wenn bereits Guthaben aus Überstunden Mehrarbeit vorliegen, ist es hier natürlich möglich, einvernehmlich Zeitausgleich zu vereinbaren, sollte man das versuchen sozusagen, um hier allenfalls Kosten für die Zukunft zu reduzieren. In den Fällen, die ich schon genannt habe, eben bei Maßnahmen, die das Betreten des Betriebs oder den Betrieb einschränken, sozusagen könnte auch eine Verpflichtung zum Zeitausgleich bestehen. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, wenn die Arbeitsauslastung nicht entsprechend hoch ist, dass auch eine Teilzeit vereinbart wird. Und dazu zur nächsten Folie bitte. Das heißt, es wird für zum Beispiel eine gewisse Dauer während der Krise Teilzeit vereinbart und der Arbeitnehmer enthält dann natürlich auch nur das entsprechend niedrigere Entgelt für diese Zeit. Ja.
Das könnte man eben auch allenfalls befristet machen, solche Teilzeitvereinbarungen, und nicht unbedingt unbefristet sozusagen, dass der Arbeitnehmer nach einer gewissen Zeit auch wieder weiß, gut, dann habe ich wieder mein Vollzeitarbeitszeugnis. Aber aufgrund der Krise, der nachteiligen Folgen für die wirtschaftliche Lage des Unternehmens sozusagen, ist auch der Arbeitnehmer bereit, für eine Teilzeit zuzustimmen. Im Moment ist da natürlich noch die Corona-Kurzarbeit ein großes Thema und erfüllt diesen Part sozusagen auch durch die staatliche Förderung, durch die Förderungen des AMS. Hier ist aber abzuwarten, wie das in Zukunft aussehen wird, ob es hier ein Modell geben wird im Herbst, ob das verlängert wird, wie das aussehen wird. Und allenfalls ist auch denkbar, eben ganz generell eine Teilzeit mit Arbeitnehmern zu vereinbaren. Dann gibt es natürlich auch andere Teilzeitvarianten, beispielsweise eine Bildungsteilzeit. Das heißt, es wird vereinbart, dass der Arbeitnehmer Teilzeit arbeitet und in der anderen Zeit eine Bildungsmaßnahme in Anspruch nimmt. Auch das ist gefördert durch das AMS. Voraussetzung dafür ist grundsätzlich nur, dass das Dienstverhältnis seit mindestens 6 Monaten besteht. Dann kann so eine Bildungsteilzeit vereinbart werden im Ausmaß von 4 Monaten bis zu 2 Jahren. Und die Minderung der Arbeitszeit muss mindestens 25% und maximal 50% betragen. Und mindestens 10 Stunden pro Woche muss die Arbeitszeit noch betragen, auch bei dieser Bildungsteilzeit. Altersteilzeit ist unter Umständen auch eine Möglichkeit, hier mit Arbeitnehmern zu vereinbaren, die schon in Richtung Pensionsalter gehen. Entsprechend, das wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir hier die Voraussetzungen der Altersteilzeit alle darlegen. Dann gibt es noch die Möglichkeit der Teilzeit nach § 14 AFRAG. Das ist zum Beispiel eine Betreuungsteilzeit für nahe Angehörige. Also insbesondere die Bildungsteilzeit scheint hier eine gute Möglichkeit zu sein, die man auch in Zeiten der Krise nutzen kann. Wichtig ist bei all diesen Varianten, sie können immer nur im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer abgeschlossen werden. Zur nächsten Folie bitte. Wie schon gesagt, die Corona-Kurzarbeit deckt im Moment sehr viel ab. Es sind sehr viele Arbeitnehmer in Österreich noch in der Kurzarbeit. Hier ist eben abzuwarten, wie die Kurzarbeit in Zukunft geregelt wird, wie sie verlängert wird. Hier gibt es im Moment Diskussionen zwischen den Sozialpartnern. Auch da hört man, dass das Thema Fortbildung ein Thema ist, dass die Arbeitgeberseite hier der Sozialpartner andenkt oder gerne hätte eine Verpflichtung der Arbeitnehmer, dass sie während der reduzierten Arbeitszeit Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch nehmen, was durchaus wahrscheinlich sinnvoll wäre, aus meiner Sicht. Das waren kurz die Möglichkeiten dargestellt zur Arbeitszeitreduktion, zum Urlaubsverbrauch, Zeitausgleich. Und wir haben auch hier wieder Umfragen vorbereitet. Wenn wir die kurz einspielen können, bitte. Darf ich da erinnern, bitte den Vollbildmodus verlassen, damit Sie mitstimmen können, wenn Sie im Vollbildmodus sind. Und bitte Sie da wieder kurz abzustimmen. Gut, das sieht man doch sehr deutlich. Also der Urlaubsverbrauch wurde massiv genutzt, auch Abbau von Mehr- und Überstunden durch Zeitausgleich. Auch Teilzeitvereinbarungen wurden genutzt, die keine Kurzarbeit sind. Auch das ist interessant, ja. Das war etwas, also in meiner Erfahrung, in meiner Praxis sozusagen, ist das nicht so häufig vorgekommen, dass hier Teilzeitvereinbarungen abgeschlossen wurden? Können wir die Übersicht noch mal kurz sehen, bitte? Das Abstimmungsergebnis. Ja, und Kurzarbeit wurde auch erheblich genutzt oder wird wahrscheinlich noch immer genutzt. Zu dem Themenblock hätten wir auch noch eine zweite Umfrage, bitte.
Ja, also da sieht man Teilzeit, Bildungsteilzeit auch schon vorher gut genutzt und auch Altersteilzeit, dass die durchaus in Anspruch genommen wird. Das ja, macht auch Sinn, gerade diese geförderten Teilzeitvarianten entsprechend zu nutzen. Dann dürfen wir weitergehen zum dritten und letzten Block unseres heutigen Webinars, nämlich zum Thema Freistellung und Beendigung. Einerseits gibt es hier diesen ganz neuen Freistellungsanspruch der Covid-19-Risikogruppe. Das heißt, wenn hier ein ärztliches Attest vorliegt, dass jemand zur Risikogruppe gehört, hat dieser Arbeitnehmer einen Freistellungsanspruch und Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts, außer der Arbeitnehmer kann die Arbeitsleistung im Homeoffice erbringen oder es ist die Arbeitsstätte und die Arbeitsleistung durch Maßnahmen so gestaltet, dass eine Ansteckung mit Covid-19 mehr oder weniger ausgeschlossen ist. Letzteres bringt den Arbeitgeber natürlich in ein Haftungsdilemma. Das heißt, wenn der Arbeitgeber argumentiert, dass die Arbeitsstätte entsprechend ausgestattet ist und der Arbeitnehmer dann dort arbeiten muss, sozusagen deshalb, und sich dann doch ansteckt und eine möglicherweise eine schwere Erkrankung davonträgt, könnte das auch Haftungsfolgen für den Arbeitgeber haben. Insofern ist es schwierig wahrscheinlich, das hier abzugrenzen. Und wenn ein Arbeitnehmer so ein Attest hat und nicht im Homeoffice arbeiten kann, wird er vielfach einen Freistellungsanspruch haben. Der Arbeitgeber hat ja dann einen Erstattungsanspruch wie den Sozialversicherungsträger, der es binnen 6 Wochen ab Ende der Freistellung geltend zu machen. Im Moment ist es so, dass solche Freistellungen bis maximal 31. Juli 2020 möglich sind. Das kann aber durch das Ministerium, durch Verordnung verlängert werden. Das heißt, hier bleibt abzuwarten, ob dieser Freistellungsanspruch im August oder darüber hinaus verlängert wird. Weitere Möglichkeiten gibt es dann zur Freistellung einerseits die Vereinbarung einer Karenzierung oder eines Sabbaticals sozusagen. Im Wesentlichen arbeitsrechtlich ist das etwas sehr Ähnliches. Karenzierung ist einfach eine Freistellung gegen den Fall der Bezüge. Das heißt, es wäre ein unbezahlter Urlaub des Arbeitnehmers, kann natürlich nur ein Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart werden. Sabbatical wäre zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Regel ein Langzeiturlaub sozusagen, ist oft verbunden, dass Arbeitnehmer dann hier privaten Aktivitäten nachgehen von der Begrifflichkeit. Da gibt es manchmal auch Regelungen im Kollektivvertrag dazu. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn ein Arbeitnehmer ohnehin Zeit für private Aktivitäten jetzt nutzen will, dass man so etwas anbietet. Ja, ein Sabbatical. Aus welchen Gründen oder für welche Tätigkeiten auch immer. Und was es natürlich auch gibt als geförderte Möglichkeit, ist die Möglichkeit einer Bildungskarenz. Das heißt, es kann mit dem Arbeitnehmer eine Karenzierung vereinbart werden. Auch hier ist wieder Voraussetzung ein Dienstverhältnis von einer Dauer von mindestens 6 Monaten. Und dann kann eine Bildungskarenz grundsätzlich vereinbart werden für die Dauer von 2 bis 12 Monaten. Auch das ist gefördert durch das Weiterbildungsgeld, durch das Arbeitsmarktservice. Das heißt, es wäre hier die Möglichkeit, dass ein Arbeitnehmer jetzt in der Krise eine Fortbildung, eine geförderte Fortbildung in Anspruch nehmen könnte und dadurch selber Know-how erwirbt und auf der anderen Seite auch dadurch das Unternehmen unterstützt, weil Kosten reduziert werden. Also auch die Bildungsgrenze ist eine Möglichkeit, die man hier jetzt vielleicht verstärkt in der Krise nützen könnte. Als letztes Szenario wäre dann die Beendigung des Arbeitsverhältnisses anzudenken, um Kosten zu reduzieren, um auf die Krise zu reagieren aus HR-Sicht oder aus Sicht des Arbeitsverhältnisses. Die Beendigung kann natürlich einerseits erfolgen durch eine Kündigung, das heißt Ausspruch der Kündigung unter Einhaltung von Frist und Termin. Alternativ gibt es natürlich auch die Möglichkeit der einvernehmlichen Auflösung. Beides ist hier allenfalls kombinierbar, gerade in Zeiten der Krise mit einer Wiedereinstellungszusage. Das heißt, der Arbeitgeber verpflichtet sich, den Arbeitnehmer
wieder aufzunehmen nach einer gewissen Zeit zu einem bestimmten Termin. Auch das kann unterschiedlich ausgestaltet werden, nämlich einerseits in der Art und Weise, dass der Arbeitnehmer nicht verpflichtet ist, die Arbeit wieder anzutreten. Das heißt, der Arbeitnehmer hat eine Option, hat zwar die Zusage und kann zurückkehren, muss es aber nicht. Es ist aber auch möglich, das beidseitig verbindlich zu regeln. Wichtig bei dem ganzen Beendigungsthema ist natürlich einerseits besonderer Kündigungsschutz, das heißt Arbeitnehmer, die besonders geschützt sind, wie Betriebsratsmitglieder, Arbeitnehmer in Elternkarenz, Elternteilzeit, begünstigte Behinderte, können grundsätzlich immer nur gekündigt werden mit vorheriger Zustimmung des Gerichts oder des Behindertenausschusses. Das heißt, das wäre entsprechend einzuholen und dieser Prozess vorab einzuleiten. Wenn hier wirklich massive wirtschaftliche Gründe vorliegen, können da auch für solche besonderen kündigungsgeschützten Arbeitnehmer Kündigungsgründe vorliegen. Das muss man sich aber natürlich im Einzelfall genau anschauen. Andererseits können Arbeitnehmer natürlich nach den geltenden Bestimmungen Kündigungen anfechten. Da ist eine Anfechtung zum Beispiel möglich wegen Sozialwidrigkeit, wenn der Arbeitnehmer in absehbarer Zeit keinen neuen vergleichbaren Arbeitsplatz finden kann oder wegen Diskriminierungen, Alter, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, hier nur beispielhaft genannt als Diskriminierungsgründe. Das heißt, auch das ist etwas, was man bei der Beendigung vorab natürlich mit abklären muss, ob es hier Risiken gibt. Wenn wirtschaftliche Gründe aus der Krise heraus vorliegen, wird man mit diesen wohl als betriebliche Kündigungsgründe argumentieren können und können diese auch gegebenenfalls eine allenfalls sozialwidrige Kündigung rechtfertigen. Auch zu beachten ist, dass gerade wenn hier Beendigungen erfolgen im breiteren Ausmaß, ein Sozialplan erforderlich sein kann, wenn ein Betriebsrat im Unternehmen besteht. Das heißt, der Betriebsrat kann dann einen Sozialplan verlangen. Und der Sozialplan ist dann zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber zu vereinbaren, beziehungsweise bei, wenn keine Einigung erfolgt, kann hier auch die Schlichtungsstelle bei Gericht angerufen werden, die dann einen Sozialplan erlassen kann. Auch das ist hier mit zu bedenken unter Umständen, wenn die wirtschaftliche Lage wirklich dramatisch ist, dann wird in der Regel aber auch argumentiert werden können, dass ein Sozialplan nicht möglich ist oder dieser Sozialplan dann allenfalls sogar die Existenz des Unternehmens gefährden könnte. Auch wenn wir dann zur nächsten Folie gehen, ist bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses natürlich das sogenannte Frühwarnsystem zu beachten. Das heißt, wenn Massenkündigungen, Massenbeendigungen angedacht sind, darunter fallen einerseits vom Dienstgeber veranlasste Kündigungen, aber auch einvernehmliche Beendigungen, die gewisse Grenzzahlen überschreiten, dann muss der Arbeitgeber vorab hier das AMS, das Arbeitsmarktservice, über die beabsichtigte Auslösung der Arbeitsverhältnisse informieren. Und es gibt dann eine sogenannte Sperrfrist, das heißt, binnen dieser 30 Tage dürfen dann keine Kündigungen erfolgen. Würden hier dennoch Kündigungen erfolgen, dann wären die Kündigungen oder allenfalls auch die Beendigungen, die einvernehmlichen Beendigungen, rechtsunwirksam. Hier gibt es aber die Möglichkeit, dass man einen Antrag stellen kann an das Arbeitsmarktservice auf Zustimmung zur Kündigung vor Ablauf dieser Frist. Das hat das AMS zu Beginn der Corona-Krise teilweise sehr schnell und unkompliziert gemacht. Im Laufe der Krise ist man jetzt etwas zurückgerudert und es ist nicht mehr ganz so einfach, hier die Zustimmung zu erhalten. Aber auch hier sozusagen eine Möglichkeit noch, um zusätzlich Kosten zu sparen und die Frist hier zu verkürzen, falls wirklich Beendigungen in größerem Ausmaß erforderlich sein sollten. Und zu unserem letzten Block hier haben wir jetzt auch noch eine Umfrage vorbereitet, die ich jetzt bitte einzuspielen.
Gut, also hier ist zu sehen, dass vielfach die Beendigung war bisher in der Regel kein Thema oder nicht so ein großes Thema, ja, also bei 78%. Und Kündigungen, einvernehmliche Auflösungen mit Wiedereinstellungszusagen wurden doch auch schon genutzt und auch Kündigungen ohne Wiedereinstellungszusage sind erfolgt. Aber im Großen und Ganzen zeigt es hier sehr deutlich, man versucht ja natürlich die Arbeitsverhältnisse zu halten, wird sich eben zeigen, wie sich die wirtschaftliche Lage hier im Herbst, im Frühjahr nächsten Jahres entwickelt und welche Maßnahmen von denjenigen, die ich Ihnen kurz im Überblick heute darlegen durfte, dann allenfalls erforderlich sein könnten. Wir haben jetzt auch noch eine Q&A-Session. Ich stehe gern für Fragen zur Verfügung und freue mich auf Ihre Fragen. So, lieber Martin, ich bin wieder zurück aus dem Cockpit. Vielen Dank für die 40 Minuten aktuelle Themen im Arbeitsrecht. Es tut sich ja wirklich einiges und ich glaube, man muss da wirklich am Ball bleiben, um auch den Überblick nicht zu verlieren. Wir haben schon einige Fragen bekommen, möchte aber nochmal auch an unsere Teilnehmer Sie anregen. Stellen Sie Ihre Fragen. Wir haben jetzt noch circa 15 Minuten Zeit, diese mit Ihnen gemeinsam zu behandeln. Zu der ersten Frage, die uns gestellt wird aus unserer Community, und zwar Bildungsteilzeit. Kann die Ausbildung vom Arbeitgeber vorgegeben werden? Nein, nachdem die ganze Vereinbarung einer Bildungsteilzeit eine Vereinbarungssache ist, ist es auch so, dass die Ausbildung eine Vereinbarungssache ist. In der Regel ist es so, dass eher der Arbeitnehmer meistens sich diese Ausbildung aussucht. Es gibt hier aber natürlich die Möglichkeit, dass man so eine Bildungsteilzeit anbietet und hier auch durchaus einwirkt, dass Arbeitnehmer Ausbildungen machen, die auch für das Unternehmen sinnvoll sind. Ja. Ich glaube, das ist derzeit sehr wichtig, dass die Arbeiter, die Unternehmen halt auch die Leute bekommen oder die so ausgebildet bekommen, wie sie es gerade benötigen. Deswegen war, glaube ich, diese Frage. Eine Frage, die letztens auch schon in unserem ersten Teil gestellt wurde, aber ich will sie trotzdem nochmal aufnehmen. Und zwar, wer bestimmt, ob der Arbeitsplatz sicher ist für Personen mit Covid-19-Risiko? Das ist das große Dilemma, dass der Arbeitgeber das eigentlich für sich entscheiden muss. Und wenn der Arbeitgeber der Meinung ist, der Arbeitsplatz ist sicher, dann könnte er sagen, der Arbeitnehmer hat keinen Freistellungsanspruch, der Arbeitnehmer muss zum Dienst erscheinen. Ja. Wenn der Arbeitnehmer das nicht macht, was ist dann die Rechtsfolge? Der Arbeitnehmer würde sich dem Risiko aussetzen einer Dienstverweigerung und damit auch eines Entlassungsgrundes. Das heißt, der Arbeitnehmer müsste dann wohl erscheinen am Arbeitsort, ja, und am Dienstort. Und wenn er sich dann wirklich aber ansteckt dort und dann herauskommt, dass das nicht sicher genug war oder die Maßnahmen nicht ausreichend wären, könnte eben, wie gesagt, den Arbeitgeber dann auch ein Haftungsrisiko treffen. Ja, und der Arbeitgeber müsste dann allenfalls Schadenersatz sogar leisten. Ja. Insofern ist das, glaube ich, sehr unglücklich gelöst und bürdet die Bewertung da ein bisschen auf den Arbeitgeber über. Das heißt, ein Arbeitgeber, der das Risiko nicht eingehen will, der wird in der Regel dann die Freistellung genehmigen und sagen, gut, wir haben die Möglichkeiten nicht, du bist freigestellt. Aber das ist ja ein bisschen unbefriedigend von der Regelung. Kann es vorkommen, dass Homeoffice von der Behörde kontrolliert wird? Also, dass bei mir jemand anklingelt und sich meinen Arbeitsplatz anschaut? Also, grundsätzlich ist es, ich nehme an, die Frage zielt auf Arbeitnehmerschutzbestimmungen ab. Und das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz gilt für Homeoffice, für außerbetriebliche Arbeitsstätten weitgehend nicht, sondern da gelten nur einige eingeschränkte Bestimmungen bezüglich der verwendeten Bildschirmarbeitsplätze, dass die dem Stand der Technik entsprechen müssen und dergleichen. Das heißt, vom Arbeitsinspektorat wird es hier in der Regel wahrscheinlich aus meiner Sicht nicht wirklich Kontrollen geben. Was ich aber nicht für undenkbar halte, ist, dass die Finanzpolizei im Zuge der Kontrollen im Zusammenhang mit Kurzarbeit auch Homeoffice kontrollieren könnte, nämlich ob hier
die Zeiten, die im Rahmen der Kurzarbeit angegeben werden, auch tatsächlich gearbeitet werden oder darüber hinaus sozusagen. Ja. Verstehe. Das wäre aus meiner Sicht denkbar. Hier eine Frage, sehr spezifisch. Die ÖGK weigert sich, während einer Quarantäne Krankmeldung zu akzeptieren und storniert diese sogar rückwirkend. Wie sollen wir Arbeitsunfähigkeit in der Quarantäne feststellen? Die ÖGK, also für Mitarbeiter, die im Homeoffice arbeiten. Der Mitarbeiter ist in Quarantäne und gleichzeitig genau. Aber krank. Während einer Quarantäne Krankmeldungen zu akzeptieren oder storniert diese sogar rückwirkend? Genau, der befindet sich in Quarantäne und wird sich gern krank melden, weil er dann irgendwie zusätzlich krank ist. So verstehe ich diese Frage. Wie sollen wir die Arbeitsunfähigkeit in der Quarantäne feststellen? Naja, die Arbeitsunfähigkeit stellt ja der Arzt fest, der Behandlung der Arzt sozusagen. Und wenn der Arbeitnehmer meldet, dass er, also unabhängig davon, also wenn der in Quarantäne ist und dann meldet er, dass er krank ist mit einer Krankbestätigung vom Arzt, dann ist er krank und damit ist er arbeitsunfähig. Ja. Okay. Und wenn er in Quarantäne ist, dazu sollte es eigentlich einen Bescheid geben der Behörde, den der Arbeitnehmer vorlegen kann, dass er über ihn eine Quarantäne verhängt wurde. Das wäre hier der geeignete Nachweis. Ich hoffe, ich habe das beantwortet. Ich hoffe, ich habe auch die Frage richtig verstanden. Machen wir noch eine andere Frage. Work at home im Rahmen von Covid ausschließlich vom Hauptwohnsitz oder auch vom Zweitwohnsitz möglich? Oder gibt es hier arbeitsrechtliche Sachen zu beachten? Also Work at home ist grundsätzlich eine Vereinbarungssache. Ja, das heißt, wenn auch hier muss eine Vereinbarung getroffen werden zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Manche Kollektivverträge sehen sogar vor, dass das schriftlich erfolgen muss. Ansonsten wäre das auch mündlich möglich, dass man einfach vereinbart, dass der Arbeitnehmer auch von zu Hause oder wo auch immer arbeiten kann. Aber das ist eine Vereinbarungssache, die zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu treffen ist. Das heißt, es ist hier durchaus auch möglich zu vereinbaren, dass auch eine Tätigkeit von Zweitwohnsitz möglich ist oder auch von einem frei wählbaren Ort unter Umständen. Ja, also Mobile Working ist denkbar im Zug, im Café, ja, wo auch immer, aber das ist eine Vereinbarungssache. Also wenn es nicht vereinbart ist, entsprechend gibt es einerseits nicht die Pflicht, aber andererseits kann man es natürlich dann auch nicht verlangen in aller Regel als Arbeitgeber, dass Homeoffice ausgeübt wird. Ja. Wichtig ist bei Homeoffice gerade jetzt im Zusammenhang mit der Krise, wenn man so etwas vereinbart, dass man hier auch darauf achtet, dass man dann eine Beendigungsmöglichkeit hat und einen Rechtsanspruch. Also da sind wir ganz am Anfang bei unserem Thema Widerrufsvorbehalt, Unverbindlichkeit. Bei Homeoffice gibt es auch noch andere Möglichkeiten, aber dass man hier darauf achtet, dass der Arbeitnehmer allenfalls keinen Rechtsanspruch auf das Homeoffice erwirkt, weil dann arbeitet er jetzt ein Dreivierteljahr vielleicht aus dem Homeoffice und sagt, ich komme überhaupt nicht mehr ins Unternehmen, auch wenn nächstes Jahr die Krise vorbei ist. Das heißt, das sind Themen, auf die man achten sollte, wenn man Homeoffice gewährt. Ja. Ich kenne auch eine gute Bekannte, die arbeitet in einem großen Unternehmen und da gibt es auch viele, die aus Ungarn pendeln und aus der Slowakei und da war es oder sie wurden jetzt alle wieder zurück ins Office geschickt, weil Homeoffice-Regelungen anscheinend nicht möglich sind, dadurch, dass da quasi mehrere Länder involviert wären, wenn jetzt zum Beispiel die Ungarn in Ungarn ihr Homeoffice aufbauen und die Slowaken in der Slowakei. Wie stehst du zu diesem Thema? Also ich glaube, dass Homeoffice auch länderübergreifend durchaus denkbar wäre. Ja, also ich würde das nicht ausschließen. Das ist für mich kein Grund, dass man sagt, man gewährt jetzt kein Homeoffice. Also technisch ist es wohl möglich, ja, und wenn der Arbeitnehmer aus der Slowakei oder aus Ungarn arbeitet, aus dem Homeoffice, das wäre verdenkbar. Problematisch kann es natürlich werden, arbeitsrechtlich, wenn sich dadurch der Arbeitsort, der gewöhnliche Arbeitsort ändert und der dann im Ausland liegt, weil dann ausländisches Arbeitsrecht zur Anwendung kommen könnte. Es kann dann natürlich auch Auswirkungen haben auf die Sozialversicherung, dass sich also
das anzuwendende Sozialversicherungsrecht ändert, aber das hängt natürlich davon ab, wie lange erfolgt das Ganze, in welchem Ausmaß sozusagen. Aber grundsätzlich würde ich das nicht als Ausschlusspunkt für ein Homeoffice ansehen. Gut, Martin. Derzeit sehe ich, dass wir eigentlich alle Fragen beantwortet haben. Also wenn jetzt noch eine schnelle Frage reinkommt, dann nehmen wir die gerne noch mit. Ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich mal bei dir, Martin, wieder für deine Zeit, dass du mit dabei warst. Und vielen Dank für deine arbeitsrechtlichen Inputs, die wir, glaube ich, alle derzeit gut gebrauchen können. Sehr gerne. Und ich freue mich spätestens auf ein Wiedersehen beim Future of Work Congress im Herbst. Genau, da bist du ja bei beiden Formaten dabei. Ich habe jetzt noch ein paar Infos für Sie, liebe Teilnehmer. Natürlich bekommen Sie eine Zusammenfassung in unserem Blog zu diesem ganzen Webinar, ebenso eine Aufzeichnung. Und gerne schicken Sie uns auch Ihre Fragen, Ihre Themen, die wir dann gemeinsam in den Future of Work Experten Talks mit Ihnen behandeln werden. Wie der Martin schon angesprochen hat, wir freuen uns natürlich sehr auf die Kongresse im Herbst, unsere Future of Work in Leupersdorf und unsere Future of Work West in Kaprun. Melden Sie sich an. Wir haben ein gutes Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Also einem sicheren Netzwerken steht nichts mehr im Wege. Unsere nächste Future of Work Experten-Talk wird am 17.8. sein. Also da auch schon gern den Termin freihalten. Und bis dahin wünsche ich allen einen schönen Sommer und hoffe, dass alle gesund bleiben und freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, Martin. Danke. Ciao.